Herr Präsident, meine Damen und Herren, lieber Kollege Behrendt, ohne jetzt in einen Wettstreit eintreten zu wollen, wer hat es erfunden? Bei der Vorbereitung fand ich schon erstaunlich, dass es 2011 einen Entwurf aus der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und den IAS, hieß sie damals noch, gab, der ziemlich wortgleich mit dem Gesetzentwurf ist, der hier heute vorliegt. Aber das einfach mal nur so als Fakt gesagt, alles Weitere können wir dann sicherlich noch diskutieren. Gute Frage. Und Herr Kollege Behrendt, ich fand es auch erstaunlich, weil auch ich habe in den Koalitionsvertrag von Rot-Schwarz geschaut, habe ein anderes Zitat gefunden, allerdings sagt es dasselbe. Und lieber Kollege Lehmann, vielleicht können Sie mal zuhören, wir werden eine gesetzliche Regelung herbeiführen, gesetzliche Regelung steht hier, die von Diskriminierung betroffene Menschen wirksamer unterstützt, eine niedrigschwellige und alle Merkmale umfassende Beratungsinfrastruktur gewährleistet und jetzt und die Verwaltung nicht nur in ihre Rolle als Arbeitgeberin, sondern auch als öffentliche Dienstleisterin in die Pflicht nimmt. Es geht weiter. Diskriminierungsschutz und Diversity Mainstreaming müssen als Querschnittsaufgaben verstanden werden. Wir werden daher die Kompetenzen der Landesantidiskriminierungsstelle und die Öffentlichkeitsarbeit weiter intensivieren. Zitat Ende. Nun liegt hier dieser Gesetzentwurf vor. Die Notwendigkeit, der Kollege Behrendt hat darauf hingewiesen, ergeben sich aus den Gesetzgebungslücken zum Allgemeinen Gleichstellungsgesetz, was in der Tat nur in den privaten Bereich geht, ins öffentliche Recht, was Schulen angeht oder auch den öffentlichen Dienst als Arbeitgeber reicht es nicht. Und wenn wir uns noch mal genau angucken, Deutschland war damals eines der letzten Länder, was die EU-Richtlinien zur Antidiskriminierung umgesetzt hat und dann auch noch schlecht. So sind nämlich die Lücken geblieben. Insofern hat dieser Gesetzentwurf, der hier vorliegt, nicht nur die Lücke gefüllt, die sich aus dem Allgemeinen Gleichstellungsgesetz ergibt, sondern er hat sogar gelernt aus der Umsetzung des AGG. Und liebe Kolleginnen und Kollegen von den Sozialdemokraten, ich empfehle Ihnen gerne hier diese Publikation von der Friedrich-Ebert-Stiftung, dürfte Ihnen bekannt vorkommen, Diskriminierungsschutz weiterentwickeln, wo erst unlängst in einer Fachtagung auf Dinge hingewiesen worden sind. Beispielsweise die Verlängerung der Klagefristen finden Sie erstaunlicherweise in diesem Entwurf für ein Landesantidiskriminierungsgesetz. Die Frage des Verbandsklagerechtes finden Sie in diesem Landesantidiskriminierungsgesetz. Und die unabhängige Antidiskriminierungsstelle, also Sie wollten selber in Ihrer Koalitionsvereinbarung die Kompetenzen stärken, haben wir gerade gelernt. Also auch das ist in diesem Gesetzentwurf umgesetzt. Und natürlich, und das finde ich an dieser Stelle auch erwähnenswert, auch eine weitere Forderung der Antidiskriminierungsstelle des Bundes ist in diesem Gesetzentwurf umgesetzt, nämlich die Aufnahme des Diskriminierungsmerkmals der chronischen Erkrankung. Dies aufzunehmen, wird erfüllt. Im Übrigen, sage ich mal, wenn wir uns in Europa angucken und die Antidiskriminierungsgesetzgebung in den europäischen Ländern ansehen, in diesem Bereich, was chronische Erkrankungen angeht, muss Deutschland hier nachziehen. Es ist im AGG nicht enthalten. Und ich finde, Berlin kann hier mit dem Landesantidiskriminierungsgesetz Vorreiter sein. Andere Länder haben uns da einiges voraus. Insofern, liebe Kolleginnen und Kollegen, werbe ich auch für diesen Gesetzentwurf. Ich finde, wir sollten tatsächlich eine ordentliche Diskussion in den Ausschüssen durchführen. Und ich glaube, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Sozialdemokratie, wenn Sie noch mal in sich gehen, Ihren Koalitionsvertrag noch mal angucken, vielleicht auch noch mal einen Blick in dieses Heftchen werfen, wie gesagt, ich glaube, das kann man auch kostenfrei bei der Friedrich-Ebert-Stiftung beziehen, dann können Sie vielleicht Ihre Meinung an der Stelle noch mal ändern. Vielen Dank.